Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Unboxing der My Little Box vom Dezember. Diese kam sehr zeitig bei mir an, aber ihr werdet das Video wahrscheinlich erst am Ende des Dezembers sehen, weil ich das immer so geplant habe. Ich möchte ja auch niemanden spoilern, aber wir zeigen euch heute, vor allem wir, wer ist wir? Ich zeige euch heute den Inhalt der Dezemberbox und würde sagen, wir legen los. Let's go! Also, wir haben hier einmal einen Karton und diesen werden wir mal aufmachen, denn der Karton drin sieht sehr, sehr schön aus. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, irgendwie richtig süß. Mag ich sehr gerne. Dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Und zwar sehen wir schon das erste Accessoire-Produkt, wenn wir den Karton auspacken. Und zwar haben wir eine Handtasche. Und diese sieht sehr, sehr schön aus. Hier gibt es zwei Wechselriemen. Die sind jetzt gerade hier drin. Die zeige ich euch nochmal ganz genau zum Schluss. Aber auf jeden Fall haben wir diese kleine Handtasche. Finde ich sehr, sehr cool. Deswegen ist hier auch noch ein Bild dabei, und zwar einmal haben wir orangene Riemen und einmal haben wir weiße Riemen. Sehr, sehr cool. Finde ich eine coole Idee. Und wir gucken uns die Tasche nachher nochmal genauer an. Jetzt schauen wir uns mal den Inhalt an und wir schauen mal, was wir für Beauty-Produkte drin haben. Und zwar legen wir los mit einem Pflegeprodukt. Und zwar von Rituals, ein Duschbad, The Rituals of Sakura, Rice Milk and Cherry Blossom. Klingt sehr gut. Ich hoffe, es riecht auch gut. Ich lasse es jetzt mal lieber noch zu. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine Full-Size-Größe. Hier steht nicht mal drauf, wie viele Milliliter das sind. Doch hier 200 Milliliter. Sehr, sehr cool. Kann man immer gut gebrauchen. Dann haben wir einen kleinen Lidschatten. Und zwar von My Little Beauty. Und zwar ist das ein Lidschatten-Duo aus diesen zwei Bronzetönen. Finde ich passend zu Weihnachten und Silvester. Sehr, sehr cool. Einmal Rose, einmal Champagne. Glitzert schön. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und es ist nicht so eine große Riesenpalette mit 1000 Farben, wo man wahrscheinlich eh immer bloß eine verwendet. Sehr, sehr cool. Dann haben wir noch eine Mascara. Und zwar von Tarte. Da habe ich tatsächlich auch schon welche. Und ich weiß jetzt nicht mal, die waren auch mal aus irgendwelchen Boxen. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Die gefallen mir sehr gut und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt hier eine neue testen kann. Und zwar die Tartelette Tubing Mascara. Und diese wird ja wohl schwarz sein, denke ich mal. Ja, hier steht doch schwarz. Hier steht doch schwarz drauf. Also, wenn man lesen könnte. Die ist voll schwer. Ich weiß nicht wieso, aber sie sieht auf jeden Fall so aus. Sehr, sehr cool. Ich werde sie jetzt zulassen, einfach weil ich jetzt nicht möchte, dass sie gleich austrocknet, weil ich habe noch andere, die ich verwenden muss. Aber sie scheint ein dünnes Bürstchen zu haben. Und zwar dieses hier. Die mag ich immer sehr gerne. Ich bin gespannt, wie sie mir gefallen wird. Und ich liebe ja, Mascaras zu testen. Deswegen freue ich mich hier drauf. Dann kommen wir schon zum zweiten Accessoire-Produkt. Das erste ist ja die Tasche und wir haben hier noch ein kleines Tütchen, was sehr, sehr süß verpackt aussieht. Und hier haben wir ein Schmuckstück drin, was ich sehr, sehr schön finde. Also ich habe die Box mir natürlich vorher schon angeguckt. Und wir haben hier einen kleinen Goldring drin und ich finde ihn so, so schön. Ich liebe Ringe, deswegen ist er einfach perfekt. So sieht er aus. Meine Hände sind gerade so kaputt, aber ich zeige ihn euch trotzdem am Finger, auch wenn es mir jetzt gerade nicht passt, weil meine Hände nicht schön aussehen. Aber so sieht der Ring getragen aus und ich liebe ihn. Also ich liebe ihn wirklich. Er ist so, so schön. Ich habe hier auch einen Ring, deswegen passt es auf jeden Fall. Ich liebe es und kann man echt nichts mit verkehrt machen. Er ist auch unten offen, damit er eben bei jedem auf irgendeinen Finger passt. Und dann kommen wir nochmal zu der Tasche. Die macht man eben hier auf und hat dann eben ein kleines Fach, wo das Wichtigste reinpasst. Und dann haben wir hier die zwei Riemen noch. Wie gesagt, einmal so, eigentlich ist es nicht weiß, ist so beigefarben und einmal eben in Orange. Kann man dann eben variieren, wie man will. Sehr, sehr cool. Ich mag auch hier die Farbe tatsächlich ganz gerne eigentlich. Fällt nicht so krass auf. Passt eigentlich zu allem. Das war dann auch schon die My Little Box vom Dezember. Ich mochte sie ganz gerne tatsächlich und kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, eure Box hat euch auch gefallen und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!